Hi und willkommen zu einem neuen Vlog. Boah, es fühlt sich an, als hätte ich Ewigkeiten nicht gevloggt. Aber ich glaube, es liegt daran, weil ich letzte Woche ja den Podcast-Vlog hochgeladen habe. Und den hatte ich schon vor 100.000 Jahren gedreht. Deswegen, ich freue mich, zurück zu sein auf diesem Kanal, offiziell. Wir haben... Ja, scheiße. Wir haben 8 Uhr. In 15 Minuten geht die Vorlesung los. Und ratet mal, was ich gerade höre. Und zwar unsere erste Folge von unserem Podcast. Leute, heute ist offiziell Podcast-Launch. Und ich bin gerade so happy. Ich bin irgendwie aufgewacht. Ich bin von selber aufgewacht, Leute, ohne Wecker. Und ich habe einfach instant so ein Glücksgefühl gehabt, weil ich wusste, oh, jetzt ist der Podcast draußen. Und obwohl ich die Folge selber geschnitten habe und somit das alles schon kenne, habe ich mich gerade irgendwie nochmal super gefreut, die Folge zu hören. Weil das irgendwie, es ist einfach cooler, wenn man das auf Spotify anklicken kann. Ihr findet den Podcast natürlich ab sofort auch immer unten in der Beschreibung. Ich werde es jetzt auch nochmal extra deutlich verlinken, damit ihr da mal reinhören könnt. Wir haben jetzt übrigens auch ein Logo natürlich, pünktlich zum Podcast-Launch. Und auch darüber war ich gestern super excited, weil es einfach so toll geworden ist. Meine Freundin, die das gemacht hat, jetzt einfach so unfassbar viel Mühe gegeben und sie hat sich so viel dabei gedacht und hat immer wieder mit uns auch gesprochen und das erklärt und gezeigt und den Prozess ist wirklich einfach ganz toll. Also Leute, das ist ein guter Start in den Vlog. Ich esse jetzt noch ganz schnell mein Frühstück und dann geht's los in die Vorlesung. Diese Woche hat nämlich tatsächlich das zweite große Thema der inneren Medizin angefangen und zwar die Nephrologie. Das ist die Lehre über die Niere. Und not gonna lie, ich liebe es jetzt schon, weil erstens, ich liebe die Niere. Die Niere ist eines meiner Lieblingsorgane. Und zweitens sind die Nephrologen einfach absolute Ehrenmenschen, weil die nicht nur alle Vorlesungsfolien pünktlich hochgeladen haben, sondern auch ein ganzes Skript. Also da können sich gewisse andere Leute noch eine Scheibe von abschneiden, ohne jetzt ins Detail gehen zu wollen. Und nachher steht dann noch was ganz Großes an, noch ein Release. Mehr dazu aber dann später. Wir wollen ja nicht alles spoilern. Deswegen guten Hunger und bis gleich. Ja, Leute, ich bin gerade am Kochen, beziehungsweise ich muss das hier mal runterstellen. Das ist hier ein bisschen am Abgehen. Ja, und mein Essen, ihr wisst es mittlerweile, es sieht eigentlich nie lecker aus, aber es schmeckt lecker, I promise. Und zwar habe ich hier so ein One-Pot-Rezept gemacht. Das ist eigentlich nur so eine Lachs-Sahnesoße mit Nudeln. Und ich habe dann da noch so random Sachen reingekloppt, weil ich dachte, oh, vielleicht schmeckt das ja. Zum einen sind das Frühlingszwiebeln. Ich liebe Frühlingszwiebeln. Ich esse das zu allem. Und Tomaten habe ich noch mit reingebappt. Lachs natürlich, obviously. und ein bisschen Tomatenmark. Also es ist tatsächlich eher eine Lachs-Tomatensahne-Soße. Und ich bin sehr gespannt. Ich habe sowas in der Art schon mal gemacht und das war sehr lecker. Deswegen, ja, das ist nur echt gerade krass am Kochen. Ich muss das hier ausmachen. Und momentan, sorry, dass meine Augen jetzt ein bisschen komisch aussehen. Ich habe gerade geweint wegen den Frühlingszwiebeln. Momentan haben wir eigentlich nur Nachmittags-Uni. Im letzten Semester war das irgendwie anders. Da war das mehr so über den Tag verteilt. Da war ich viel mehr in der Mensa. Und momentan genieße ich es sehr, so ein bisschen Meal Prep zu machen und mir dann was zu kochen, wovon ich dann 3 Tage essen kann, was immer lecker ist und so. Ja, das macht mir gerade echt Spaß, muss ich sagen. Hätte ich nicht gedacht, dass ich das mal sage. Ich koche Banausinn. Das ist auf jeden Fall sehr geil creamy. I like that. I like. Ich glaube, ich muss noch ein bisschen nachwürzen, aber ansonsten... So, meine Leutis, ich mache mich jetzt auf. Ich gehe nämlich jetzt in die Bib mit meiner Freundin. Weil gestern haben wir uns auch schon getroffen zum Lernen. Und es ist dann letztendlich so gelaufen, dass wir beide jeweils eine Vorlesung geschafft haben, nachzuarbeiten, weil wir so viel gequatscht haben. Deswegen, ja, setzen wir dem Ganzen heute ein Ende. Ja, und wir werden dann uns ganz fokussiert für 3 Stündchen in die Bib setzen. Und das auch ganz bewusst, denn danach haben wir was richtig Cooles vor. Und zwar, Freunde, ist heute nicht nur Podcast-Release gewesen, sondern auch Medi-Song-Release. Heute kommt der Münsteraner Medi-Song raus. Und da gibt es heute Abend dann die entsprechende Release-Party.
Genau, und da gehen wir natürlich hin. Wir supporten natürlich. Und ich nehme euch auch wieder mit. Ich habe euch letztes Jahr ja auch zum Midi-Release mitgenommen. Genau, und deswegen werden wir uns jetzt ganz fokussiert in die Bib setzen und sagen, komm, die 3 Stunden, die ziehen wir jetzt durch und danach ist Freizeit. Ja, ich habe den Song tatsächlich auch schon gehört. Ich habe auch das Video schon gesehen, weil ich da dieses Jahr so ein kleines Mini-Bisschen mitgemacht habe. Also vielleicht habt ihr es auf meinem Instagram-Account gesehen. Ich habe bei einem Teaser-Reel mitgemacht, was mir auch sehr viel Spaß gemacht hat. Und dann ein bisschen noch so im Schnitt. Also nicht wirklich im Schnitt. Alles, was ich gemacht habe, ist, ich habe meinen Senf dazugegeben. Mehr nicht. Also ich möchte überhaupt keine Lorbeeren einheimsen, weil die Lorbeeren, die gehören definitiv dem Team vom Medi-Song, die da so fucking viel Arbeit reingesteckt haben. Genau, deswegen jetzt schon mal, Leute. Ich werde es auf jeden Fall unten verlinken. Und an der Stelle schon mal große, große Werbung und großes Shoutout an Münzbar. Genau, ich muss jetzt mal schnell meine Bib-Tasche zu Ende packen. Was muss ich denn überhaupt mitnehmen? AirPods wäre gut. Oh, Leute, momentan ist es so schwül. I fucking hate it. Es ist irgendwie warm, aber es ist auch dauernd irgendwie am Regnen. Und oh, nee. Okay, Leute, sorry, dass ich mich nicht mehr gemeldet habe. Ich war in der Bib, ich habe fleißig gelernt. Ich habe tatsächlich auch 3 Vorlesungen geschafft nachzuarbeiten. Da bin ich sehr stolz auf mich. Und dann waren wir ein bisschen im Rush und haben uns fertig gemacht. Aber nicht verzagen, wenn ihr diesen Look cool findet und ihr den nachmachen wollt. Ich habe ein Reel dazu gepostet. Das müsste eigentlich jetzt auch schon da sein, zu dem Zeitpunkt, wo ihr das seht. Genau, ja. Und jetzt gleich geht's los. Wir haben jetzt, was haben wir? 6:10, ja, sollten wir los. Es wird Zeit. Es wird Zeit. Oh, man sieht dich gar nicht. Warte, jetzt sieht man dich. Hallo. Guck mal, jetzt sieht man mich nicht mehr. Oh, wow. Liebe Hauptsorger, ohne die das alles gar nicht möglich gewesen wäre. Und holt dir deinen richtig verdienten Applaus ab. Auf. Ja, Freunde, was kann ich sagen? Ich kann nicht viel sagen, außer gestern war absolut geil. Oh mein Gott, es waren so, so, so viele Leute da beim Release. Ihr habt es ja gesehen, ich habe ja ein paar Sneak Peeks gepostet. Ich habe wirklich das Gefühl, dass es mehr Leute, also deutlich mehr Leute waren als letztes Jahr. Also ich habe das Gefühl, es steigert sich irgendwie jedes Jahr. Und ich finde es einfach so, so krass, wie viel Mühe da reinfließt. Sowohl halt in den Song als auch jetzt gestern in die Party. Wir waren dann erst im Hörsaal. Und da ist dann der Song zum ersten Mal gespielt worden. Und dann später ging es noch weiter in den Club. Ja, ihr habt richtig gehört. Ich in einem Club. Erstaunlicherweise bin ich weder hangover noch sonderlich müde. Vielleicht bin ich recovered from Grandma Life. I don't know. Ich werde jetzt auf jeden Fall hier erstmal aufräumen. Ihr wollt gar nicht wissen, wie es hier aussieht, Leute. Und nachher geht es dann noch in die Uni. Ich habe heute noch ein Polkurs. Das ist der letzte Polkurs, glaube ich. Es geht um akutes Abdomen. Und dann später noch Solokurs. Oh,
Okay, Leute, I'm so sorry. Mein Vlogging-Game ist heute nicht so ganz on point. I know that. Ich habe heute eigentlich auch nicht mehr viel gemacht. Außer mein Reel geschnitten. Was unfassbar lang gedauert hat. Ja, und jetzt chill ich eigentlich nur noch und gucke Temptation Island. Dementsprechend würde ich sagen, Leute, der Tag ist für heute gelaufen. Ich will gerade einfach nur ein bisschen chillen, ein bisschen Ruhe haben. Und ja, morgen wird's exciting. I promise. Also bleibt noch dran. Geil, sauer Gurkenbrot. Geil, kalter Tee. Und geil, Linsen. Nein, Kichererbsenchips. Boah, Leute, ich hab sowas von krank verpennt. Wirklich sowas von krank. Und ich bin dann einfach auch noch mitten aus meinem Tiefschlaf rausgerissen worden. Wirklich so mitten aus so einem Albtraum heraus. Boah, ich bin so in einer anderen Dimension gerade. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Naja, brav wie ich bin, habe ich jetzt erstmal schnell die Vorlesung angemacht. Und die gebe ich mir jetzt, während ich hier versuche, irgendwie in dieser Dimension anzukommen. Ja, Freunde, ich habe mir gedacht, ich nehme mal zur Abwechslung ein Voice-Over auf. Ganz ungewohnt, ich weiß. Vormittags hatte ich wie immer Vorlesungen. Da hatte ich zwei zur Nephrologie, also in der inneren Medizin. Da ging es einmal um Zystennieren und zum anderen um die Schädigung der Niere beim multiplen Myelom. Das ist eine Krebsart. Danach hatte ich noch eine Vorlesung zur Transfusionsmedizin. Da ging es um Nebenwirkungen, beziehungsweise was alles schief gehen kann, wenn man so ein Blutprodukt anhängt. Genau, that's me. Das ist mein Outfit of the day. Danach ging es erstmal zu dem wichtigsten Ort der Uni, und zwar zur Mensa. Dann ging es weiter zum Patho-Kurs. Da habe ich mal wieder eine Glanzleistung erbracht, denn ich habe ein Leberpräparat erfolgreich als Pankreas, also Bauchspeicheldrüse, identifiziert. Aber gut, was willst du tun? Man kann nicht alles können, ne? Unser Patho-Kurs besteht aus drei Teilen. Wir haben einen Mikroskopierteil, dann einen Vorlesungsteil und einen Sektionsteil. Im Sektionsteil werden dann eben makroskopische Präparate gezeigt. Da haben wir unter anderem eine Zystenleber anschauen können und ein Hämangiom. Das ist ein gutartiger Tumor. Danach ging es sofort weiter zum Skills Lab in die Chirurgie. Da ging es heute um das wichtige Thema Laparoskopie, also minimalinvasive Chirurgie. Im Volksmund auch bekannt als Schlüsselloch-OP. Da durften wir dann an verschiedenen Modellen und auch an einem Simulator, der echt extrem fucking teuer ist, wie ich mir sage, sagen lassen, üben. Und das hat echt mega viel Spaß gemacht. Ich sehe mich zwar absolut nicht in der Chirurgie, aber not gonna lie, sowas als Computerspiel zu haben, da wäre ich dabei. Eine Aufgabe war da zum Beispiel, dass man verschiedene Murmeln hatte, die man auf Nägel sozusagen aufspießen sollte. Oder auch so eine Art Küchentuch, was man dann zerschneiden sollte. Im Simulator gab es dann natürlich alle möglichen Übungen. Und danach sind Dana und ich noch zusammen in die Stadt gegangen und ich habe tatsächlich mir eine neue Brille gekauft, weil ich bin dezent blind. Und meine alte Brille ist mittlerweile schon, ich glaube, 4 Jahre alt. Da war es einfach Zeit für was Neues. Und zum krönenden Abschluss ging es zu Yomaro, bester Froyo-Laden hier in Münster. Ja, und da habe ich mir mein Abendessen gegönnt. Hello, ich bin wieder daheim nach einem langen, aber wirklich schönen Tag. Ich muss sagen, es war heute echt ein ausgewogener Tag. Also ein bisschen Uni, bisschen Freizeit. Ja, und da es Freitag ist und schon 21.30 Uhr und Freitag mein Videoschneidetag ist, würde ich den Vlog an dieser Stelle beenden. Ich hoffe natürlich sehr, wie immer, dass er euch gefallen hat. Und ich hoffe gerade irgendwie, dass er nicht zu kurz geworden ist. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe gar nicht so viel mitgevloggt. Aber naja. Wenn es so ist, dann ist es jetzt ausnahmsweise mal ein kurzer. Wir wollen es ja hier auch abwechslungsreich halten, ne? Alle wichtigen Links, sowohl Medisong als auch Podcast, als auch meine Social-Media-Seiten, findet ihr unten in der Beschreibung. Also check it out. Und dann würde ich sagen, ich mache mich jetzt an den Schnitt dieses Videos. Und ihr bleibt hoffentlich alle gesund und munter. Habt noch einen wunderbaren Tag und wir sehen uns nächste Woche. Tschüssi!